Da liegt ein Stück. Hallo, schönes Amulett. Das ist Belanons Medaillons. Ist derselbe Anhänger, den M. Witt in Atlantis gefunden hat. Woher weiß er das, dass sie den gefunden hat? Die hat sich doch gleich danach verschüttet. Vielleicht ein Hellseher? Ich weiß es nicht. So, wir haben jetzt das Stück und die beiden Sachen, aber uns fehlt immer noch ein Stab. Also wir müssen irgendwo einen Stab vergessen haben. So. Ich drück mal auf die Karte. Nämlich auch das hier hat eine Karte. Da sind wir und da geht's weiter. Gut. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal da rein. Okay. Achso, hier weiß ich gar nicht, wie das hingehört. Keine Ahnung. Das kann ich komplett drehen. Achso, die Mitte nicht. Die Mitte nicht. Okay. So. Das heißt, das wäre jetzt komplett. Und die beiden müsste man jetzt drehen. Was jetzt natürlich wieder unpraktisch ist. Ah. So. Nein! Jetzt habe ich es genau falsch gemacht. Scheibenplatz. Okay. Ha! Richtig. Okay, jetzt muss ich noch die Dinger zusammenpuzzeln. Oh nein! Jetzt muss ich das auch noch richtig machen. Oh je. Okay, das gehört da dran. Das gehört da dran. Und das gehört da dran. Ein Erdsymbol. Und da ist auch der Hebel, den ich gesucht habe. Die Statuen sehen wie Krieger aus. Was bewachen sie bloß? Oh ja, ich erinnere mich an das lustige Schieberätsel. So. Ja, ich weiß nicht, wenn in der Sphinx nur der Hebel drin ist. Ja, wo muss ja ein Erdsymbol kommen, hat zu Recht. So, dann stellen wir den Hebel da mal rein. Und das Feuersymbol. Und das Erdsymbol. Und das Dingensymbol. Und da ist auch der fehlende Knopf. So. Der Chris ist noch nicht rübergekommen und hat sich beschwert. Also mache ich mir hier keinen Stress. So, ich wollte nämlich auch die Texte noch mal kurz lesen. Hahaha. So. Heute habe ich angefangen, als Taucher auf dem Mars zu arbeiten. So seltsam es sich auch anhören mag, die Behörden brauchen meine Hilfe. Diese Mission läuft unter höchster Geheimhaltung. Und es wissen nur eine Handvoll Leute, dass ich hier bin. Die Behörden halten auch den unterirdischen See, in dem ich tauchen werde, geheim. Sie lassen niemand in seine Nähe. Ich hoffe, das wird Professor Lee erklären können, warum. Mit Ausnahme des großen Edelsteins auf dem Kopf ähnelt die Statue sehr der Sphinx in Ägypten. Ich frage mich, wie viel wohl dieser Fels wiegt. Ich bin schon sehr gespannt, was sich im Inneren der Statue befindet. Das letzte Mal, dass ich so gespannt war, war als Amrits Leute damals Atlantis entdeckt haben. Ich vermisse sie. Diese Batterie sollte genug Energie für den Bohrer produzieren, aber ich muss die Knöpfe in die richtige Position drehen. Diese Batterie könnte auch als Energiequelle für eine kleine Lampe dienen.
Ich weiß jetzt den Grund für alle die Heimlich-Torei. Es gibt Leben auf dem Mars. Es ist nicht nur bakterielles Leben, wie wir es bereits auf dem Mond Europa gefunden haben. Aha, also da haben die schon Leben auf dem Mond gefunden. Auf dem Mond Europa, ne? Das ist, glaube ich, ein Mond vom Jupiter. Es handelt sich um eine komplexere Lebewesen. Ähnlich wie Insekten. Wenn die Regierungen der Erde herausfinden, dass es Leben auf dem Mars gibt, werden sie eine riesige Armee senden und die Forschung an diesen Artefakten sofort beenden. Wir könnten das nicht zulassen und wir müssen unsere Entdeckung unter Verschluss halten. Die Symbole, die der Professor gezeichnet hat, könnten wichtig sein. Ich sollte sie besser aufzeichnen. Ich kam am späten Abend in Atlantis an und die Mannschaft bereitete sich bereits darauf vor, schlafen zu gehen. Aber ich will nicht schlafen, da ich auf dem Weg hierher lange geruht habe und habe genug Energie in mir, um eine Woche durchzuarbeiten. Das Adrenalin in meinen Adern ist kurz vor dem Siedepunkt. Außerdem, wie kann ich bei so vielen erstaunlichen Entdeckungen warten und schlafen? Dr. Sven sagte, ich könnte bleiben, wenn ich will. Hat er mich gewarnt? Was gibt es hier zu fürchten? Ich habe einen genauen Blick auf die farbigen Symbole auf der Marsboje geworfen. Das blaue Symbol sieht aus wie ein Käfer und das rote sieht aus wie eine Eule. Gab es Vögel auf dem Mars? Der grüne Symbol sieht aus wie ein Regenbogen. Aber woher sollen die Marsmenschen wissen, was ein Regenbogen ist? Ich kann meine Augen kaum trauen. Ein Mini-U-Boot war mit der Kette verbunden. Das U-Boot scheint den Atlantern gehört zu haben und es ist im perfekten Zustand. Ich kann mir kaum vorstellen, wie technologisch fortgeschritten die Atlanter waren. Ihre Gebäude sind nach all dieser Zeit noch gut erhalten. Ein etwa 6 Meter großes Skelett saß in dem Fahrersitz des U-Boots. Das kristallklare Wasser des Sees hat es wohl konserviert. Unter Wasser ist nichts. Was ist mit den Käfern geschehen? Verstecken sie sich? Oder sind sie tot? Es gibt keine Spuren von Leben hier unter Wasser. Alles ist gespenstig ruhig. Es ist so, als ob ich wieder in diesem Graben in der Nähe der Insel Madeira im Jahr 2015 bin. Mit einer Ausnahme. Emerald ist nicht hier. So, ich habe endlich einen der außerirdischen Käfer gefunden. Was ist das? Ein Portal in eine andere Dimension. Eine optische Illusion? Ich stehe am Beginn eines endlosen Abgrunds. Wie ist das möglich? Wie kann ich wohl dieses Gerät aktivieren? Wenn man vom Glück spricht, ich habe eine Luke, die zur Oberfläche führt, gefunden und war auch in der Lage, sie zu öffnen. Ich stehe jetzt innerhalb einer Glaskuppel und schaue auf die Marslandschaft, die nur ein paar Meter entfernt ist. Wenn ich dort draußen wäre, würde der niedrige Luftdruck meine Lungen in Sekunden zerstören. Ich muss mich hier etwas genauer umsehen. Dieser Sektor scheint mit dem Hauptgebäude verbunden zu sein, aber die Tür ist verriegelt. Obwohl dieses Marstor hier seit tausenden von Jahren liegt, sieht es so aus wie neu. Das liegt wahrscheinlich am Fehlen von organischem Leben auf der Oberfläche des Mars. Die Abwesenheit von Feuchtigkeit hilft auch dabei, Dinge zu bewahren. Nun, ich muss mir diese Zeichnung merken. Unglaublich, das ist Beleonas Medaillon, dasselbe Amulett, das Amrit in Atlantis gefunden hat. Die Wissenschaftler waren damals nicht in der Lage, seine Geheimnisse zu enträtseln oder seinen Zweck zu bestimmen. Vielleicht haben die Archäologen auf dieser Expedition mehr Glück. So, da sind wir nämlich jetzt und wir setzen jetzt diesen Knopf da ein. Klicke auf die Knöpfe, um die Bilder in eine logische Reihenfolge zu bringen. Okay, ich habe eine Pyramide und ich habe die Sonne. Okay, und die Leute, die gehören irgendwo anders hin. Ah, okay. Es funktioniert. Da haben wir eine weitere Pyramide. Das muss das Archiv der Marsianer sein. Alles Wissen ihrer Rasse ist hier gespeichert. Okay. Jetzt haben wir nur eine Pyramide. Okay. Weil es fehlen auf jeden Fall ja noch ein paar mehr Pyramiden. Das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Oh! Okay. Okay, da lag noch eine Pyramide. Gut, dann habe ich jetzt zwei Pyramiden. So. Aber ich glaube, das waren immer noch nicht genug. Fuß des Sphinx.
Hier soll noch irgendwas sein. Ah, okay, ein Suchspiel. So, ihr müsst die Sachen hier suchen. Ich suche mal die CD. Vielleicht ist sie hier drin. Okay, hier ist eine Form. Was soll ich mit der Form? So. Okay, ein Radiergummi habe ich jetzt und so eine Form. Ah, okay, dann muss ich die wahrscheinlich... Aha. Muss den Regenschirm da drauf malen. Ja, kann ich den jetzt auch wieder abnehmen oder so? Hallo? Ja, das hat ja sehr viel gebracht, wenn ich das da drauf male, aber nicht wieder wegnehme. Spitzhacke oben in der Mitte. So. Die Handschaufel ist links an dem Reifen. Okay, das war der Schraubenschlüssel. Da ist die CD. Also da unten. Ah. Dreieck oben in der Mitte. Mhm. Nummer 5 ist links unter der Schaufel. Genau. Wir suchen noch einen... Achso, den grauen Regenschirm. Jetzt haben wir ihn da. Propangasbehälter Haken. Farbroller rechts unter dem Tisch. Propangasbehälter links am Rand. Mhm. Haken, Megafon, Helm, Note und Messer. Megafon ist unten rechts. Mhm. Der Helm ist oben an der Scheibe. So. Rechts ist die Note. Ich glaube, das hier ist... Ist das der Haken? Nee, das ist nicht der Haken. Wir suchen noch den Haken und das Messer. Ich guck mal, ob die hier drin sind. Nee, hier ist ja kein Haken. Jedenfalls sieht ja nichts aus wie ein Haken. Okay, ich habe den Haken gefunden. Und jetzt fehlt nur noch das Messer. Wo ist das Messer? Hat das jemand gesehen, das Messer? Ich sehe es nicht. Messer ist in der Mitte. Ich sehe nur ein Pfeil. Ah, da ist das Messer. Mhm. Okay, da haben wir jetzt das Teil, um die letzte Pyramide da rauszuklopfen. Okay, da haben wir die letzte Pyramide. Und dann geht's zurück in diese Schatzkammer. Und da setzen wir die Pyramiden ein. Oh, klasse, es fehlt immer noch eine. Ha! Okay, uns fehlt noch eine Pyramide. Ich guck mal gerade auf die... Okay, ich habe da oben was vergessen. Ein Wirbelbildspiel für euch. So, ich klicke mal... Okay. Irgendwo liegt der Kopf vom Astronauten. Okay, irgendwo liegt der Kopf. Wo liegt der Kopf? Okay, den Magneten habe ich jetzt gefunden, aber das ist ja nur ein... Also hier liegt der Kopf. Okay, jetzt ist er nicht mehr kopflos, der Astronaut. Okay, da haben wir noch den Blitz. Und ich denke mal, jetzt habe ich hier alles. So, dann könnt ihr jetzt raten. So, rechts neben dem Bagger oder so. Was ist denn das? Da. Ja, wir waren jetzt mal, aber hier geht's weiter. Flugzeug links mittig. Ich weiß nicht, wofür die ein Bügeleisen brauchen. Aber ich sehe es, das Bügeleisen, es ist da. So, Dartscheibe, Strahlungszeichen, Gummi, Ballspritze, Dartscheibe links neben dem Schädel. So, die Dartscheibe ist rechts unter dem Bagger. Ja, die hatte ich gerade schon. So, Loch unten rechts, 3 Grad links. Hä? Hantel?
Genau, da ist die Gummiballspritze. Genau, der Mob ist da rechts angelehnt. So, ich gucke nochmal, ob hier noch irgendwas ist. Ich klicke einfach die Sachen wild an, wie ich das ja sonst auch immer mache. Dass ihr euch nicht wieder dumm und dämlich sucht. So, Bomberhandschuhe, Fernglas, Strahlungszeichen. Handschuhe unten links, genau. Fernglas, Strahlungszeichen, Bombe. Oben rechts klemmt das Fernglas. Ah, da. Eher links. So, das Strahlungszeichen ist hier, aber ich weiß nicht, wo die Bombe ist. Oder was die Bombe sein soll. Ist das hier eine Bombe? Das Ding, das da unten drunter ist oder so? So. Ich weiß nicht, was hier die Bombe ist. Zum Glück gibt es hier keine Klickstrafe. Hat jemand... Weiß jemand, was hier die Bombe ist? Bei den Lichtern. Ah, da ist die Bombe. Okay. Dann haben wir jetzt die letzte Pyramide. So. Dann hatten wir hier noch einen Text. Nämlich den hier. Dieser Ort sieht aus wie kein anderer Ort auf der Erde. Ich nehme an, es ist ein riesiges Archiv voller Informationen, in dem die Marsianer all ihr Wissen gespeichert haben. Diese Entdeckung ist zu wichtig, um sie geheim zu halten. Die besten Köpfe unserer Welt müssen hierher, um diese Geheimnisse zu enträtseln. Und keine Käfer sollten ihre Arbeit stören. So. Das heißt, da kommt jetzt... Oh yeah, auf das Rätsel habe ich mich ja schon gefreut. Okay, ich muss jetzt so anordnen, dass die eine Pyramide ergeben. Das ist sehr geil. Aber irgendwie auch möglich. Oh Gott. Okay, das Ding ist auf jeden Fall richtig. Okay. Die farblich sind, die sind eingehakt, oder was? Du kommst nach da, genau. Das kann doch nicht richtig sein. Okay, das ist richtig. So, jetzt aber. Das ist hier falsch. Da auch. Das gehört dahin. Das sieht total falsch aus. So. Schon besser. Die beiden noch. Ha! Geschafft.